Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Lonely Islands. Ja, ich muss ganz kurz erstmal sagen, ja, ich habe mich dazu entschieden, Emerald Zone nicht zu bringen am Freitag und habe mich dazu entschlossen, die Lonely Island Folge vorzuziehen, die eigentlich für heute geplant war. Ja, das liegt ganz einfach daran, weil ich ja wie gesagt noch einiges machen hätte müssen für Emerald Zone. Und ja, es ist eben jetzt schon 6 Uhr am Morgen und das ist alles ein bisschen, ja, zu knapp, finde ich, um das noch zu schaffen. Also ich müsste einiges im Vorhinein machen, plus danach noch aufnehmen eben. Und das ist schon eine ganze Menge, die dann an Arbeit auf mich zukommen würde, plus zusätzlich das Ganze noch aufwendig schneiden, weil das ist auch nicht so einfach daher gemacht. Und ja, da dachte ich mir einfach, ich habe mich dazu entschlossen, immer für euch ab sofort hochwertige Videos zu liefern. Nicht einfach irgendwas, weil ein Video kommen soll, schnell irgendwas hinscheißen, dann lieber auf das Video verzichten und es ordentlich machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, komm, wir machen, ja, wir ziehen das Ganze vor und machen dann die Emerald-Folge irgendwann anders, holen das Ganze nach, ist ja dann überhaupt kein Problem, ja. Und es wird dann auch am Mittwoch, wo eigentlich dann Lonely Islands kommen würde, die Ersatz-Emerald-Folge kommen, sodass wir eben wieder quitt sind, ja. Der große Nachteil ist jetzt natürlich, dass ich nicht auf eure Frage eingehen kann, welches, wo wir jetzt weitermachen sollen, ob auf Island 5 das Hauptquartier oder auf Island 7. Ich vermute jetzt einfach mal und ich versuche euch einzuschätzen und sage, dass ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass wir auf Island 5 das Quartier machen sollen, weil das vielleicht spannender ist. Ich weiß es nicht, das ist mein Versuch in die Zukunft zu blicken. Und wir müssen es jetzt leider machen. Tut mir echt leid, falls ihr euch anders entschieden habt. Ich kann es leider nicht ändern. Dafür kommt immerhin eine Folge. Flo gab 2 Passwörter ein, aber Cobra und Makuhita Atihukam. Okay, die Türe zum Lager ist offen. Und ich glaube, das war ziemlich schwer. Ich glaube, man hatte hier viel mit Vergiftungen zu kämpfen. Und deswegen würde ich, das hätte ich jetzt vielleicht in der Zeit machen können, wo ich euch das Ganze erklärt habe, würde ich uns gerne noch ein bisschen, ja, vorher ausrüsten, sage ich mal. Bereit machen für den Kampf hier drinne. Und ich hatte mir ja auch schon beim letzten Mal überlegt, ob wir nicht langsam mal ein Elixier oder sowas loswerden sollten. Und ich bin dafür, komm, wir hauen jetzt eins raus. Und zwar an Ferdinand. Weil Ferdinands AP waren echt ziemlich schlecht. Und zusätzlich möchte ich, glaube ich, einmal Aether für Smetty verwenden mit Psychokinese. Genau, dann sollte auch Smetty wieder kämpfen können. Dann heilen wir die Pokémon natürlich noch kurz auf und dann geht's auch schon los. Wir haben ja noch genug Supertränke, das ist gut, aber wir sehen, wir kriegen langsam ordentlich Schaden reingedrückt. Ich bin sehr gespannt, ob wir das Ganze hier tatsächlich ohne Verlust bestehen werden. Es wird halt, je länger diese Challenge dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch. So, ich denke, die Pokémon sind einigermaßen fit. Wir setzen unseren Weg fort. Rocket Lager. Okay, das sieht schon ein bisschen so aus wie in Vertania City, die Arena, ne? Hat so ein bisschen was davon. Ich habe keine Ahnung, wo man hier nochmal hinkommt, wenn man wohin geht. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das gemacht habe. Ich würde fast vermuten, dass wir hier reingehen und dann kommt irgendwo Cooles raus. Okay, viele Trainer gibt es hier aber scheinbar nicht. Wir haben Upgrade gefunden, okay, das ist ganz cool. Ja, und dann kämpfen wir mal gegen dich. Nun sehen deine Pokémon stark aus. Möchtest du sie verkaufen? Oh, du möchtest kämpfen. Ja, du kannst mir meine Wünsche von den Liebhaben ablesen. Du bist ein schlaues Mädchen. Ah, ein ganz, ganz schlaues Mädchen. Hunduster, oh, das finde ich ja putzig. Ein Unlicht-Pokémon gegen ein Kampf-Pokémon, oh, wie putzig. Durchbruch. Problematik ist, wir haben jetzt auch keinen Durchbruch mehr zur Verfügung. Das heißt, sollte jetzt ein Hundemon kommen, womit ich eigentlich rechne, weshalb das gerade sehr dumm war von mir, haben wir so einige Probleme am Hals. Noch ein Hunduster. Okay, das ist in Ordnung. Das könnten wir sogar vielleicht mit Stärke besiegen. Verdammt, wir haben nur noch ein Aether und ein Elixier, ne? Das ist ein bisschen problematisch langsam. Wird echt schwierig. Hier mit den AP, die könnten uns ausgehen. Rocket Rübe besiegt. Oh, aber zu viel für mich. Tja. Das Upgrade übrigens ist dazu da, wenn wir es Porygon geben zum Tragen und Porygon dann tauschen, dann entwickelt sich Porygon zu Porygon 2. Ja, ein sehr einfallsreicher Name, aber immerhin ist die Entwicklung von Porygon 2 nicht Porygon 3.
sondern nur Porygon Z, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht, das ist vierte Generation. Da bin ich nicht so bewandert. Noch nicht. Aber Platin wird ja irgendwann demnächst starten, wenn dieses Projekt hier vorbei ist, Lonely Islands. Gut, schauen wir mal weiter. Ich nehme einfach mal das hier, was die falsche Entscheidung war. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nicht die schlechteste. Mann, ich wollte das Item eigentlich holen. Ach, verdammt nochmal. Wir hatten jetzt eben den kleinen Dings genommen, ne? Nehmen wir jetzt mal den großen. Dann kommen wir wohin? Okay, okay. Ah, okay, mal, da haben wir doch mal hier wieder jemanden zum Kämpfen. Wusstest du, dass dies das Lager von Team Rocket ist, ehe du hierher kamst? Nein. Okay, das wäre gelogen. Ich will nicht lügen, okay? Ich will nicht lügen. Ich will nicht lügen. Ich kann natürlich logischerweise auch nicht auf eure anderen Kommentare und Antworten eingehen. Das werde ich dann alles nachholen in der nächsten Lonely Islands Folge. Also keine Sorge, eure Kommentare sind nicht vergessen, sind nicht übersehen, waren nicht umsonst. Ganz und gar nicht. Ich freue mich schon drauf, sie lesen zu können. Und mal sehen, ob wir jetzt hier auch die eine oder andere Frage finden, die ihr wieder in den Kommentaren beantworten könnt. Ich finde das ja immer ganz cool, wenn man so ein bisschen was findet. Also, wo ich mich was frage, wo mich was interessiert von euch, weil ihr kriegt ja auch ziemlich viel von mir mit. Ja, und dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man auch euch was fragen kann und ihr dann antwortet und so weiter. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett, ja. Und vor allem auch gut, weil ihr dann euch so ein bisschen die Interaktion... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, sehr gut. Puh, ich kriege immer echt ein bisschen Panik bei Vergeltung. Weil wir haben ja irgendein Pokémon dadurch verloren, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wen haben wir denn dadurch verloren? Relaxo, glaube ich, war es, oder? War es Relaxo? Ich bin mir nicht sicher. Was glaubst du, was du tust? Ich weiß nicht. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist, es gab nämlich hier vorne noch ein Projekt. Also für neue, eventuell neu reinschauende Zuschauer. Ein etwas merkwürdig formulierter Satz, ich weiß. Wo ist denn der Supertrank da? Ja, wir haben ja hier vorher natürlich auch Blattgrün ganz normal gespielt, als Nuzlocke Challenge. Und da wurden leider ein paar Pokémon von uns vernichtet, was natürlich nicht so schön ist. Ich würde fast sagen das hier, weil das ein bisschen umständlicher ist. Ja, das hat sich, glaube ich, gelohnt. Jetzt können wir uns hier ein bisschen frei bewegen und uns ein bisschen was aussuchen. Oder hier einfach durchmarschieren und gar nichts auswählen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, okay, wo sind wir jetzt? Oh, hier gibt es ein Item. Bestimmt irgendwie der Türöffner oder so. Matschbombe. Coole Sache, coole Sache. Stimmt, Matschbombe wollten wir für Satzenia haben, ne? Oh, Satzenia ist ja auch schon besiegt. Ich weiß gar nicht... Oh Gott, da bin ich jetzt aus Versehen reingelaufen. Aber ist gar nicht schlecht. Hier will ich nämlich sogar hin. Soll nicht da reinlaufen. Jetzt gibt es hier nämlich noch ein Item. Und das ist eine... Oh, eine Perle nur. Okay. Die war jetzt nicht so besonders. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles... Boah, war das gerade ein schriller Ton, ey. Dann haben wir hier, glaube ich, alles abgeforstet, was geht. Da unten könnte man noch irgendwie hin. Müssen wir mal gucken. Genau hier hin. Genau hier hin. Perfekt. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt hinkommen irgendwie. Oder ob wir irgendwas machen müssen noch vorher. Ich weiß es gar nicht. Nein! Ach, verdammt nochmal. Ah, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ach, shit. Das tut mir jetzt echt leid. Das wollte ich nicht. Hier lang. Ja, genau. Und jetzt hier rein. Okay, wir haben noch irgendwas übersehen. Wir müssen es noch irgendwo umstellen. Mir war doch so, als wenn wir Schalter aktivieren müssen. Dann müssen wir das Ganze umdrehen. Ich weiß nur leider nicht genau, wo man hin muss. Ich nehme mal an, hier lang. Also keine Ahnung, ehrlich. Ich weiß es nicht wirklich. Guck mal, hier haben wir eigentlich kaum eine Option, außer hier unten lang. Bringt uns das irgendwas? Bringt uns wieder hier hin, wo wir eben wieder nur diese Option haben. Ich weiß gar nicht genau, wo wir hin müssen. Das ist das Problem an der Sache. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was verraten? Wir machen dir einen guten Preis. Verkaufe uns deine Pokémon. Nein, du willst mir nichts verraten. Okay, ah. Ne, Moment, da waren wir ja gerade eben. Aber ich glaube, das ist schon ganz richtig gewesen, dieser Weg. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der war. Das war wahrscheinlich der falsche. Ja, sieht doch ordentlich danach aus. Oder wobei... Wobei, das könnte jetzt hier... Ah, ne, Mist. Ah, komm schon. Ah, genau so war es. Okay, super, super, super. Jetzt sind wir da. Ich habe es mal ein bisschen geschnitten, weil es etwas gedauert hat. Ist gar nicht so leicht hier, muss ich zugeben. So, ah, okay, jetzt können wir einfach hier hin. Ah, okay, hier ist auch einer. Ah, und dann können wir da... Ah, okay, wunderbar. Jetzt hier voll die Erkenntnisse. Okay, sehr gut. Das dürfte der vorletzte Trainer sein vielleicht. Die anderen haben mir bereits von dir erzählt, aber es kann nicht sein, dass ein Kind wie du unseren Boss Giovanni kennt.
Doch, doch, ich habe sehr wohl Bekanntschaft mit ihm gemacht. Du magst es nicht glauben, aber es war so. Verdammt, ein Hypno. Hypno ist schlecht. Hypno ist echt schlecht. Ich würde sagen Gary, oder? Ich würde sagen Gary, der Zweite, darf jetzt hier ran. Genau. Vielleicht kommt jetzt auch eine Kopfnuss, dann wird der Angriff nochmal geschwächt. Glaube ich zwar nicht. Meditation einfach nur. Steckt Angriff und Spezialangriff, oder was macht das noch gleich? Einfach nur den Angriff, okay. Versuchen wir es mit Stärke. Der hat ja jetzt seinen Angriff gerade erst wieder hergestellt. Also sozusagen, der Bedroher und Meditation haben sich ja sehr ausgeglichen. Und von daher hat er jetzt eben noch keinen Vorteil gehabt. Jetzt ist sein Angriff natürlich hoch. Schneller wird er dadurch trotzdem nicht. Und Hypno kann zurück in den Pokéball und sich ein bisschen ausruhen. Beziehungsweise, da das eine extreme Nuzlocke-Challenge hier ist, ja, bist du tot, Hypno, für immer und ewig. Für immer und ewig. Okay, nochmal Stärke. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder Meditation einsetzen, könnte ich mir so vorstellen. Nein, Psychokinese, er greift sogar an. Der Hypno, der traut sich aber was, du. Der traut sich aber was. Wir werden nochmal Kaskade benutzen, haben wir noch nicht so oft gemacht. Wir müssen ja mal langsam anfangen, auch bei Gyarados AP zu sparen. Vielleicht hätten wir es von Anfang an machen sollen. Aber keine Ahnung, wir haben jetzt erstmal diesen Kampf ganz gut bestanden. Wage es nicht zu lachen. Okay, ich bin ganz ruhig. So, oh, hier ist ja noch jemand. Okay, Kikli, dein Einsatz. Ich weiß nicht und es kümmert mich auch nicht, ob das, was ich tue, recht oder unrecht ist. Ich vertraue Giovanni und befolge seine Anweisungen. Aber, naja, ob das seine Anweisungen sind, ist er nicht in den Ruhestand gegangen? Hat er sich nicht zurückgezogen? Ich weiß es nicht. Fucken, Slimog ist echt nicht so prickelnd. Machen wir mal Protzer, weil Slimog ja sicherlich auch Angriffsattacken einsetzen wird. Und unseren Angriff und unsere Verteidigung zu stärken, kann sicherlich nicht verkehrt sein. Felsgrab, okay, das dürfte unsere Initiative senken, aber überleben tun wir es, oder? War ein Volltreffer, okay, das ist jetzt nicht doll gewesen. Ja, Initiative sinkt leider. Na gut, nochmal Protzer. Ich bin mir sicher, dass wir da einiges überleben können. Wir müssen natürlich auf Volltreffer aufpassen, denn wie ich gelernt habe, kann man die höchste Verteidigung haben. Also sich aufgepusht haben. Das bringt alles nichts bei Volltreffer. Das wird dann immun. Oder zurückgesetzt. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Wir haben nur noch einmal Stärke. Urgh. Aber wir treffen. Perfekt. Wir treffen. Trotz Komprimator. Das ist natürlich sehr gut. Und Slimog ist besiegt dank einem Volltreffer auch noch. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. So, wir sind jetzt ganz gut ausgerüstet hier und es kommt Arbok. Arbok haut uns mit Bedroher natürlich auch wieder ein bisschen runter. Und mit Durchbruch haben wir jetzt hier nicht die beste Attacke, um Schaden anzurichten. Matschbombe überleben wir, oder? Unsere Verteidigung ist recht hoch. Ja, doch, alles gut noch. Okay, Durchbruch. Zieht doch ganz gut ab. Na komm, nochmal. Hoffen wir auf das Beste. Vergiftet. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's hier richtig knapp. Aber erstmal Arbok wegdonnern. Au. Sehr gut gemacht, das geht Talheim. Aber jetzt wird's richtig knapp. Also wir verlieren jetzt KP, werden überleben natürlich. Und Giflor kommt in den Kampf. Gegen Giflor haben wir ja auch mal überhaupt keine Chance. Au. Wir wechseln sofort. Und zwar, wen könnten wir gegen Giflor gut ein... Smetti ist gut dabei mit Psychokinese und so. Ja, ein Wechsel ist jetzt hier natürlich ganz, ganz wichtig gewesen. Sonst wäre Kikli K.O. Außer wir hätten natürlich was anderes eingesetzt. Smetti! No! Aber ich hab's euch gesagt, Smetti wird einer sein, der noch sterben wird. Fuck! Einfach mal ein Matschbomben-Volltreffer. Boah. Heftigst. Okay, da haben wir unser erstes Pokémon wohl verloren in dieser Challenge. Jetzt wird's interessant. Scheiße. Bleiben uns noch 4 Pokémon. Dramaster trainieren wir ja nicht. Ja, Ferdinand dürfte relativ immun dagegen sein. Aber Mist, doch Ferdinand haben wir Elixier eingesetzt, ne? Dürfte wieder jetzt hier alles zur Verfügung haben. Was geht, dann werden wir mal mit Body Slam angreifen. Wir hätten auch Erdbeben einsetzen können, aber komm, nehmen wir Body Slam. War nicht die klügste Entscheidung, ich sehe es schon. Ach, verdammt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Matty einfach so weggehauen wird wie nix.
Ja, hätten wir vielleicht doch Kikli heilen sollen, aber wenn das trotzdem ein Volltreffer gewesen wäre, wäre es vielleicht trotzdem ziemlich... Na gut, wir hatten Protze auf unserer Seite. Was ist überlebt? Sogar ein Erdbeben? Holy shit. So, jetzt aber... Ah, Hypertrank. Ah, Mann! Unser AP, verdammt. Ah, und wir haben gerade eben noch Ether, ne? An Smetti verschwendet. Scheiße. War keine gute Investition auf jeden Fall. So, komm, Erdbeben jetzt aber tot, oder? Wahrscheinlich nicht. Hat ja eben schon nicht gereicht. Ah, Mist. Und jetzt sind wir aber paralysiert. Das war klar, das war zu vermuten. Ist Giflor das letzte Pokémon? Ich glaube ja, ne? Von ihr auf jeden Fall. Aber danach kommt auf jeden Fall noch... Also, da stand noch ein Rocket-Typ. Gegen den werden wir sicherlich noch kämpfen müssen. Das wird so bestimmt Giovannis Stellvertreter sein. Und der wird sicherlich einiges drauf haben. Hoffen wir, dass der Schneider ausreicht. Oh, ich zieh's auch in die Länge, ne? Nochmal Gigasaure. Oh! Ich hätte einfach Body Slam einsetzen sollen, oder? Wenn da jetzt wieder ein Volltreffer dabei wäre, dann wäre es echt übel. Aber gut, haben wir hinbekommen. Leider ein Verlust. Leider einen Verlust. Aber was soll man machen? Das war eigentlich klar, dass es irgendwann passieren würde. Na gut. Team Rocket Vorstand ausgeschaltet. Ich bin am Boden. Ach, verdammt, Smetti. Das tut mir echt leid. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt verstehe ich es. Ich habe es so eingerichtet, dass du hier durch kannst, wenn du wiederkommst. Warum erholst und erfrischst du dich nicht, um gewappnet zu sein? Der Vorstand nach mir ist ein viel gewissenhafterer Trainer als ich. Mach dich lieber auf einen harten Kampf bereit. Oh nein. Macht, willst du dich nicht erholen? Ja, ich würde mich sehr gerne erholen. Guck meine Pokémon an, wie die aussehen. Ah, wir werden Gary als erstes einsetzen und natürlich unsere Pokémon heilen, ganz klar. Bis auf natürlich Smetti. Smetti ist laut den Regeln jetzt verstorben. Ausgeschieden. Für immer. Ja, Smetti hat uns teilweise echt gute Dienste erwiesen. Zum Ende hin fand ich Smetti dann doch nicht mehr so umwerfend. Die Kombination ist ganz cool, aber naja. Wir werden sehen, wie sich Smetti in Emerald Zone schlagen wird. Oder zumindest ein Smetbo. Denn da werden wir es ja auch benutzen. Im Kampfring. Und ich denke, wir könnten damit eventuell schon in der nächsten Emerald Zone Folge beginnen. Also schaltet ruhig mal am... wann kommt es raus? Am Montag. Also morgen. Schaltet da einfach mal ein, wenn euch das interessiert. Und ja. Und könnte sein, dass Smetti... Oder Smetti der Zweite bald seinen Auftritt hat. Ja, dann haben wir 4 Pokémon. Und der wird bestimmt eine Menge haben. Dann mal los. Dann zeig mal, was du drauf hast. Du stirbst jetzt den hellen Tod, Youngster. Dafür sorge ich. Das Verbreiten von Lügen über Team Rockets Auflösung, das ist so ein offensichtlicher Versuch, Unordnung in unsere Organisation zu bringen. Glücklicherweise schenken wir den Lügen eines Kindes keinen Glauben. Und nun zeige ich dir, wie grausam und wütend ein Erwachsener sein kann. Ui. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass auf diesen Islands die Texte, die diese Rockets haben, wesentlich besser geschrieben sind als diese alten Texte aus Rot, Blau, Gelb? Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt. Also, dass es lyrisch so ein bisschen besser formuliert alles ist. Das finde ich zumindest. Klingt alles ein bisschen epischer, ein bisschen gefährlicher, bedrohlicher als wir sind Team Rocket, wir sind böse und mach dich tot, put, put. Ja, okay, vielleicht stand es so nicht ganz in Rot, Blau, Gelb, aber so ungefähr, ne? Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Nee, aber mir ist so, als wenn es da einen Unterschied gibt. Aber kann ich mir auch einbilden. Ach, verdammt nochmal. Stärke wäre jetzt schon ganz gut, ne? Kann natürlich sein, dass wir uns jetzt selbst angreifen. Wäre ziemlich doof. Tun wir aber nicht und damit haben wir Golbat schon mal ausgeschaltet. Nicht ausgeschaltet. Oh, oh, oh. Und Matschbombe. Jetzt wahrscheinlich noch Vergiftung zusätzlich, aber... Nee, das geht. Macht kaum Schaden, das Golbat. Ach ja, Hypertrank gibt's ja auch noch. Jetzt werden wir uns wahrscheinlich nochmal selbst verletzen. Und dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir schon in den Hypertrank investieren wollen. Na, komm schon, Gary. Na, wie sieht's aus? Ja, Kaskade, okay. Das gefällt mir. Gefällt mir. Guter Einsatz. Stärke hat eben schon nicht ausgereicht, deswegen würde ich gerne Drachentanz einsetzen. Jetzt werden wir uns selbst angreifen, da bin ich mir sicher. Ja, nehme ich dir aber nicht übel. Das habe ich fast erwartet. Matschbombe, sollten wir überleben? Wenn Gary sterben würde, wäre das Schlimmste auf Erden. Ja, vergiftet, okay. Jetzt, ist eine Top-Genesung auf jeden Fall fällig, weil dann sonst überleben wir die nächste Runde halt nicht. Von daher sehr, sehr wichtig ist Top-Genesung hier oben, ja. Oh, Top-Belieber, könnten wir einsetzen. Was, wenn es diese Regel nicht geben würde?
Und ich überziehe schon wieder, sehe ich. Ah, aber komm, das Rocket Quartier machen wir jetzt fertig. Ist gerade ein bisschen spannend. Ich glaube, der spannendste Part in diesem Projekt bisher. Also in diesem, in der Lonely Island Challenge. Drachentanz, setzen wir mal ein. Stärken uns ein bisschen. Werden sowohl schneller als auch stärker. Kann uns nur vom Vorteil sein gegen diesen Rocket Boss hier. Konfusstrahl. Ach, schon wieder. Mann. Lass mich in Ruhe damit. Ganz ehrlich. So, komm, wir pushen uns jetzt noch ein bisschen auf. Machen wir jetzt einfach mal. Komm schon, greif dich nicht an. Greif dich nicht an. Greif dich nicht an. Es greift sich an. Verdammt, Gary. Und du dürftest dir ordentlich Schaden jetzt reinwürgen schon. Ah, jetzt kommt Matschbombe plus Vergiftung wahrscheinlich wieder. Nee, ohne, aber ist mir trotzdem ein bisschen zu risky hier anzugreifen. Von daher setze ich jetzt mal... Ja komm, wir haben so viele Top-Genesungen. Können wir jetzt einfach die Verwirrung dadurch auch nochmal heilen. Ha, dieses Golbat ist echt hartnäckig, meine ich. So, nicht vergiften. Sehr gut. Und jetzt mit Stärke einfach weghauen. Wir haben Drachentanz einmal eingesetzt, damit ist unser Angriff auf jeden Fall schon mal stärker. Und damit sollten wir Golbat besiegen können. Und jetzt müssen wir mal schauen, was kommt. Ich vermute auch ein Hundemon, was glaube ich Bedroher kann noch. Ne, das war natürlich nicht so geil. Smogmog. Ich ahne Böses. Ich ahne richtig Böses. Ich ahne eine Explosion. Scheiße. Eine Explosion überlebt Gary, glaube ich, nicht. Aber wenn wir jetzt wechseln, zum Beispiel auf Dramaster, um den zu opfern, dürfen wir Fliegen nicht mehr einsetzen. Das wäre natürlich auch scheiße. Und vor allem muss es nicht mehr Explosion einsetzen und wir verlieren unseren Angriffsboost. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein und setze Stärke ein und hoffe auf ein Wunder, dass es nicht Explosion einsetzt und dass es über die Hälfte abzieht. Es zieht über die Hälfte ein. Nein, es kann Donnerblitz! Was? Es lebt noch, 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 es lebt noch. Hau es weg, hau es weg, hau es weg. Oh mein Gott. Im Himmel, jetzt bin ich wieder wach. Um 6:30 morgens bin ich hell wach. Oh mein Gott. Und Hundemon hat keinen Bedroher. Wow. Schock meines Lebens, Alter. Schock meines Lebens. Gut, aber den Rest kriegen wir jetzt hier gebacken, oder? Das sollte jetzt nicht mehr anbrennen, aber... Boah, ist mir schwindelig gerade, ne? Ich habe das Leben von Gary schon... vorbeiziehen sehen, ey. Oh Gott. Es hat, zwei Pokémon in einem Part, das ist ja auch in der Nuzlocke Challenge zuvor noch nicht passiert. Das wäre echt ein Debüt, aber ich glaube, dazu kommt es nicht mehr. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber am Sonntag so eine XXL-Folge, ja komm, für die eine Person, die geschrieben hat, ich mag lange Folgen, für die gibt's heute eine längere Folge. Denn ich glaube, der Professor da oben kämpft auch nochmal. Ah, du warst zu stark. Das ist der Orden von Giovanni. Es ist also wahr? Team Rocket ist Geschichte? Oh, es tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid schon fast. Wir werden dieses Lager verlassen. Aber denke bloß nicht, es wäre erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dies das Ende ist. Ich werde Giovanni finden. Und ich werde Team Rocket auferstehen lassen. Das werde ich. Bis dahin, leb wohl. Okay. Da ich nicht weiß, ob jetzt noch ein Kampf ansteht, stärke ich unsere Pokémon mal lieber für den Kampf. Beziehungsweise hat Gary ja eigentlich alles alleine gemacht, ne? Sah gerade fast für eine Entwicklung aus. Gut. Dann gucken wir mal. Hier oben steht auch der Professor, ne? Dann würde ich gerne meinen Saphir wieder haben. Hallo? Fast hätte ich den Saphir für viel Geld verkaufen können. Dann musstest du kommen und alles kaputt machen. Fu, 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 fu. Alles klar? Ja, ich bin heute nicht zu meinem Psychiater gegangen. Ich merke schon. Also, mach weiter. Es gibt kein Erbarmen für dich. Okay, okay, okay. Dann mal schauen, was du noch drauf hast. Nochmal 5 Pokémon und ein Voltuball. Ah, ich wusste, dass er Elektro-Pokémon haben würde. Ist natürlich für Gary nicht das nicht Beste, ne? Sollten wir vielleicht wechseln. Ja, sollten wir. Aber wir haben ein gutes Pokémon, was dagegen immun ist, gegen Elektro-Attacken, wo wir dann, wo so ein Wechsel tatsächlich sich lohnen würde. Und ja. Okay, es wäre sowieso nur Ultraschall gewesen, aber ist ja egal.
Theoretisch können wir jetzt einfach Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben einsetzen. Komm, machen wir auch. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Ether haben, aber wir gehen jetzt einfach mal auf Nummer sicher und machen das hier ein bisschen rucki-zucki. So, komm, zeig dein nächstes Pokémon. Ich habe keine Angst vor dir, mein Freund. Ein Porygon. Okay. 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 Dann würde ich sagen, Kraftkoloss. Hauen wir das Porygon einfach mal weg. Ich habe keine Ahnung, was er sonst noch so für Pokémon hat, aber dadurch wird unser Angriff halt geschwächt. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mit Ferdinand weiterkämpfen werde. Gegen Voltobals auf jeden Fall. Da sollten wir selbst mit dem geschwächten Angriff klarkommen, aber gegen etwas härtere Pokémon ist das dann vielleicht nicht mehr so das wahre. Elektroball. Ja, komm. Das schaffen wir auch noch mit einem Erdbeben, oder? Elektroball hat jetzt nicht die beste Verteidigung. Selbst wenn unser Angriff geschwächt ist. Warum sind wir eigentlich schneller als ein Elektroball? Gut, 13 Level liegen dazwischen. Aber trotzdem, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. So ein heftiges Finale oder eine Explosion oder so. Magnetilo kann, soweit ich weiß, hier noch keine Schwebe in dieser Edition. Kommt erst in der 4. Generation, dass es diese Fähigkeit besitzt. Jetzt hat das, glaube ich, noch Magnetfalle oder sowas. Okay, dann ist der Forscher wohl doch keine große Herausforderung mit dank Ferdinand hier. Und was haben wir noch? Magneton, ja. Gut, sollten wir auch, da es doppelt so effektiv ist, locker easy hinbekommen. Und dann haben wir den Forscher besiegt und kriegen jetzt hoffentlich den Saphir. Würde ich mir doch mal wünschen, oder? Das hätten wir uns doch nach dieser mega langen Folge verdient. Komm, rück raus das Ding. Ah, Mist! Mist! Blöder Mist! Hör auf zu fluchen in meinen Parts, hier ist Niveau angesagt. Da flucht man nicht. Wenn ich ihn nicht verkaufen kann, ist er wertlos. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Saphir erhalten. Okay, du bleibst hier. Gut, das war's dann mit Pokémon für diese Folge. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist für die, die die längeren Folgen nicht so mögen, aber ich hoffe, es war dafür spannend. Wir haben ja immerhin auch ein Pokémon leider verloren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part auf Island 7 wieder. Ach ja, wir sind auf Island 5 gerade. Aber egal, wir können auf jeden Fall schon mal dahin fliegen. Auf Island 7 erwarten uns noch jede Menge heftige Trainer, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, noch ist die Challenge nicht geschafft. Es wird noch ein bisschen schwierig werden. Das denke ich. Wir haben ein Pokémon verloren, das heißt, wir haben schon mal eins weniger zur Auswahl. Naja, ne? Gut, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Bewerten und Kommentieren. Wir sehen uns dann am Montag bei Emerald Zone wieder. Am Mittwoch gibt es auch eine Folge Emerald Zone. Am Freitag gibt es dann nochmal eine Folge Emerald Zone, also 3 Folgen in Folge. Und am Sonntag geht es dann ganz normal weiter mit Pokémon Lonely Islands. So ist der Lauf der Dinge. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.